Habba habba, huchasa kibaba. Was so viel heißt wie herzlich willkommen zu diesem extra Sonder-Superfilm von minenarbeit.de. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habe auch eine kleine Überraschung für euch, denn wir befinden uns hier wieder auf Burg Wiesenfels, allerdings in einer Geheimkammer, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe und in die ich mich vorzugsweise zurückziehe, um, sagen wir mal, gewisse Experimente durchzuführen. Aber bevor ihr jetzt Angst bekommt und denkt, es handelt sich dabei um irgendwas Sexistisches, komm, sei ehrlich, ich kenne euch, ne? Nein, nein, es ist, heute dreht es sich um Öfen. Ja, ihr habt richtig gehört, um Öfen. Und zwar muss ich mich manchmal ja nun mal auch um Minecraft-Einsteiger kümmern. Ich kann nicht die ganze Zeit mich nur auf Let's Play und Let's Show konzentrieren. Ja, und ich muss einfach, ich sehe das auch in meinen Suchanfragen. Ja, da kommen Leute, die wollen so wissen, wie baut man einen Ofen in Minecraft und was macht man damit? Und da ich jetzt hier, wie ihr gesehen habt, in der Let's Show, in der letzten, etwas verunglückt bin und dummerweise in der Nähe von Wiesenfels wieder gespawnt wurde, ja, habe ich gesagt, komm, machst du mal was ganz anderes, jetzt ne, bist du gerade hier und kümmerst du dich einfach mal um ein paar Öfen und machst diese kleine Sonderfolge. Und ich hoffe, ich langweile jetzt die Profis unter euch nicht zu sehr damit. Und die Einsteiger haben jetzt hoffentlich gesehen, dass ich jetzt aus 8 Cobblestones oder Koppelsteinen, wie ich sie immer gerne nenne, einen Ofen geformt habe. Die werden hier genauso positioniert, wie als wollte man eine Kiste aus Holz bauen. Dann habe ich einen Ofen und den stelle ich einfach hin. Die Öffnung zeigt dann direkt auf mich, auf wen auch sonst. Und dann wird dieser Ofen natürlich erstmal befeuert. Man kann dazu vorzugsweise natürlich Kohle nehmen. Aber am Anfang ist es natürlich so häufig so, dass man noch keine Kohle zur Verfügung hat. Oder jedenfalls nicht so viele. Viel Kohle braucht man auch für Fackeln zum Beispiel. Die möchte man nicht im Ofen verfeuern. Also kann man auch ganz normales Holz nehmen. Ich lege jetzt einfach mal hier so ein Stück Holz rein. So ganz. So, und dann kann ich jetzt hingehen und sagen, ja, hier so ein Cobblestone nehme ich jetzt mal. Und daraus mache ich jetzt wieder diesen schönen Stein. Ich nenne den immer hier Schönstein und Cobblestone. Ne? So. Der wird jetzt wieder gebrannt. Daraus ist natürlich super. Das braucht man sehr viel, wenn man Gebäude bauen will, die dann nicht so rau aussehen sollen, wie das hier oder wie jeder Dungeon. Ne? Sondern die sollen eher so aussehen. Ein bisschen repräsentativer. Auch sehr beliebt ist Glas herzustellen. Das tut man aus Sand. Man kann sie zum Beispiel aus Sticks nehmen und damit feuern. Ne? Da sieht man, die Sticks, die halten natürlich überhaupt nicht. Das hat überhaupt keinen Brennwert, ne? Aber jedenfalls grundsätzlich funktioniert es. So, jetzt haben wir auch gleich das, bevor wir jetzt gerade hinhauen. Meine Güte, aber auf den letzten Drücker, ne? Ja, so haben wir Glas hergestellt. Aber das brauche ich jetzt nicht hinstellen, das kennt ihr. Was viele nicht wissen, ist, man kann sich auch Holzkohle herstellen. Indem man unten halt mit Holz feuert und oben Holz reinpackt. So, jetzt wird nämlich Holzkohle hergestellt und die hatten eigentlich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber doch einen sehr ähnlichen Brennwert wie die normale Kohle. Und das ist natürlich jetzt hier für den Anfang gar nicht schlecht. Gucken, ob das, naja, das reicht leider jetzt nicht. Ist aber jetzt auch egal für die Demonstration hier. So, das ist Charcoal, das ist Holzkohle. Und ja, kann wunderbar brennen. Jetzt brenne ich hier mal, was ganz wichtig ist, natürlich Eisenerz. Es wird alles im gleichen Ofen hergestellt, ne? Im Gegensatz zu Brot und Kuchen, backt man nicht im Ofen, ne? Sondern stellt es auf der Werkbank her. So, ja, dann hat man Eisenbarren gewonnen, wunderbar, ne? So, jetzt geht's hier mal weiter. Toll ist nämlich Ton zum Beispiel. Man findet sehr selten, ja, aber immerhin, man findet welchen Ton. Und daraus brennt man dann Tonziegel oder Ziegelsteine, ja, Ziegelsteine sagen wir dazu. Wunderbare Sache. Da lasse ich jetzt einfach mal auch durchlaufen. Kann einfach mal schon mal erzählen, alle Leute, die sich jetzt Sorgen machen. Was macht der denn jetzt da? Wo bleiben denn die Let's Plays und Let's Shows? Ja, ich
Macht die natürlich, auf jeden Fall, ne? Also sonst würde ich das schon sagen. Also das ist, alle Serien laufen weiter, nur ich kann halt auch nicht 3000 Stück am Tag hochladen. Ne? Das muss so ein bisschen irgendwie der Reihe nachgehen. Und jetzt hatte ich einfach nach dem letzten Unfall da in der letzten Show, wo ich dann hier wieder gelandet bin, hatte ich einfach gedacht, komm, jetzt musst du mal auch ein bisschen Abwechslung haben. Ne? Das hatte mich auch so ein bisschen aus der Bahn oder aus dem Konzept gebracht. So. Pass auf, jetzt habe ich vier Ziegelsteine gemacht. Die kann ich jetzt entweder in meinem eigenen Crafting-Menü im Inventar zusammenstellen oder natürlich an der Werkbank, indem ich die so anordne. Und dann habe ich diesen schönen Brickblock. Brickblock. So, wunderbar. Ne? Sieht auch toll aus, weil das liegt wieder an meiner Textur. Ne? Viel schöner der Ziegelstein als im Original. Definitiv. Jeder, der mir was anderes hilft, hat keine Ahnung. Nein, ist natürlich Geschmackssache. Mir gefällt es viel besser als der normale, originale Ziegelstein. Der ist mir zu grell und zu orange irgendwie und der ist irgendwie schön, auch so erdig irgendwie, ne? Ja, zu dem Texture Pack, da kommt jetzt auch, da bin ich einfach noch gar nicht zu gekommen, ne? Das werde ich jetzt auch, jetzt kann sich nur noch um Monate handeln, dann veröffentliche ich das schon. Wunderbar, ne? Da will ich auch noch ein Filmchen zu drehen. Also habt ihr noch einfach ein bisschen mit Geduld mit mir. Ne? Wunderbar. So schön jetzt. Warum macht man das eigentlich mit den Koteletts? Ne? Das könnten wir uns auch mal angucken. Das sollten wir auch, weil ich bin extra dafür zweimal über die Mauer gesprungen. Also ich brauche das jetzt nicht extra brennen. Ein rohes Kotelett und ein gebratenes Kotelett. Ja. Ich bin extra zweimal über die Mauer gesprungen, um mich zu verletzen, um das hier zu zeigen. Wenn ich jetzt, ich habe nur noch zwei Lebensherzchen. Wenn ich jetzt ein rohes Kotelett esse, habe ich noch anderthalb dazu gewonnen. Esse ich aber ein gebratenes Kotelett. Tada! Ja, kommen vier Herzchen hinzu. Ja. Was die alten Leute so mal ein Doppelherz trinken, das haben wir nicht nötig. Na, wir essen ein gebratenes Kotelett und haben vier Herzchen dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit das auch alles viel schneller geht mit der ganzen Backerei und Braterei und Brennerei, kann man Öfen und sollte es auch, ja, soll immer schön, natürlich jetzt nicht so anklicken. So, man kann so mehrere, auch kann man ganz viele so dahinstellen. Dann teilt man am besten so die Kohle, die man hat. Wo habe ich sie reingetan? Hier. Die teilt man am besten auf. Und dann kann man jedem Ofen Kohle geben. Jetzt habe ich jetzt zu viele Öfen für meine Kohle. Das macht nichts, ist das, ne, das reicht jetzt zur Demo. Und ja, jetzt kann ich hier zum Beispiel schon mal ein Kotelett reinwerfen. Ich gehe dann zum nächsten Ofen, da lege ich auch eins rein. Dann da drüber lege ich auch eins rein. Dann bin ich wieder beim ersten, da ist das gleich fertig. Zack. Ja, und dann da unten wieder drauf, da ist es auch fertig. So geht das ruckzuck. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es auch super schnell geht, wenn ihr halt wirklich Material herstellen wollt. Das ist mit den Koteletts, das ist ja sowieso Kikifatz. Ne? Aber man will ja auch schon mal so ein 64er oder mehr Stack mit Cobblestones verarbeiten und Glas herstellen, weil man große Gebäude baut und das soll dann schnell gehen. Da will man nicht die ganze Nacht vorstehen und warten und warten und warten. Ne? Was ein bisschen schade ist oder worauf ein bisschen achten können, das ist halt ein Kohlestück, was schon mal angefangen ist. Ja, das brennt auch zu Ende, egal ob oben noch was drin liegt oder nicht. Das sehen wir jetzt hier sehr schön. Da brennt immer noch was weg. Also am besten ist, ne, dass man da möglichst immer noch irgendwas nachlegt. Meistens hat man irgendwas dabei noch. Hier so ein Kaktus zum Beispiel mal eben. Warum mache ich das denn jetzt? Ne? Ein Kaktus, warum wird der gebrannt? Ja, irgendwie brennen wir da Farbstoff raus. Ja, aber alle anderen Farbstoffe braucht man das nicht. Ne? Da kann man den. Die kann man so gewinnen, im eigenen, hier im Inventar direkt so craften. Aber für Grün müssen wir Kakteen verbrennen. Ne? So, das habe ich euch im Prinzip alles gezeigt. Ja, ihr müsst das einfach auch ausprobieren. Jetzt an die Einsteiger unter euch gerichtet. Probiert die Sachen mal aus. Learning by doing. Es kann ja nichts passieren. Ja, es geht ja nichts kaputt. Also, immer ran und mal alles Zeug in den Ofen schmeißen. Ne? Ja, wie zum Beispiel mal so Erde. Was passiert denn dann? Gar nichts. Ne? Die verbrennt auch gar nicht. Wenn ihr euch vertut, da verliert er nicht irgendwie Ressourcen durch oder so. Ne?
Alles kein Problem. Was ihr noch machen könnt, was eine gute Idee ist, wenn ihr schon mal so weit seid, dass ihr eure Häuser so ein bisschen ausbaut und dekorieren wollt, dann stellt die Öfen doch mal jetzt macht er also mal falsch, ich klicke da immer falsch drauf, man muss dann hier so die Wand anklicken, sich natürlich jetzt so auch so hinstellen. Ich zeige euch das, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Angenommen, das ist jetzt hier die Wand, da gucken wir jetzt auf die Seiten der Öfen und das ist jetzt wieder was Neues, ne? Da hat man dann einen neuen Look. Die kann man also auch mal als Wände, es war sehr kostspielig, da man ja 6 Koppelsteine dafür braucht für einen Ofen, ne? Aber für so kleine Verzierungen könnte das sein und die funktionieren auch immer noch. Ja, sieht es aus wie ein moderner Ofen vielleicht, ja, aber die kann man jetzt genauso noch verwenden. Da, ja. Die Rückseite sieht genauso aus wie die Seite. Die Seitenseite. Obendrauf könnte man auch laufen. Ne? Man kann die auch jetzt richtig stapeln, die ganze Wand voll. Ja. Wie die Heavy Metal Bands mit ihren Marshall-Verstärkern machen. Ja. Hier so alles voll. Ja, wunderbar. Also das ist eine interessante Idee. Das sieht man auch relativ häufig so mal, dass man halt eben damit auch ein bisschen dekoriert. Ja, mit den Werkbänken lässt sich das auch machen. Die kann man auch in den Boden setzen zum Beispiel. Aber das führt uns jetzt zu weit. Ich würde auch sagen, ja, ich habe auch euch Holzkohle gezeigt und alles. Ja. Dann würde ich sagen, dann kann ich ja jetzt hier mal die Sache aufklären, wo ich denn jetzt hier bin in meiner Geheimkammer. Ne? Das ist ganz einfach. Ich bin hier auf dem Hinterhof, auf diesem Weidestück hinter Wiesenfels. Da noch mein Heu da hinten. Alles auch mein Texture Pack. Demnächst in diesem Kino. Ja, hier geht's raus. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen in dieser Let's Show-Geschichte. Ne? Hier sind wir oft vorbeigerannt. Und diese Tür habe ich noch nie berücksichtigt. Hier ist meine Werkstatt. Da sind wir also. Ne? Gehe ich mal wieder rein. Da ist jetzt keine großartige Redstone-Schaltung dran oder was. Das ist ganz läppisch gemacht. Da unten kann man, ist alles, ja, da ist irgendwie auch schon wieder Keller. So, die Treppe, ach Quatsch, die Leiter geht's hoch und dann sind wir, das ist toll, direkt hier oben in meiner Kemenate, ne? Noch eine Etage höher. Tada! Hier schlafe ich dann immer schön. Ja, zwischen Bücherregalen und mein Kuchen steht da noch. Schön, schön, schön. Ja, dann habe ich euch diesen Blick auch nochmal gewährt. Einen flüchtigen Blick ins Wiesenfelder Geschichtenland. Hoffe, euch hat es dann halt Spaß gemacht. Den Anfängern von euch hat es was gebracht. Und den Profis unter euch hat es auch Spaß gemacht, hoffe ich. Und das ist halt eben so, dass man ab und zu auch eben mal solche Dinge machen und tun muss. Hopp. Das wollte ich mal schon immer ausprobieren, ob ich da aufspringen kann auf den Baum. Guck mal, hier habe ich noch nie gestanden. Wunderschön. Noch ein Blick über Wiesenfels. Ja, das ist so ein bisschen die Überraschung. Ja, prima. Nächstes Mal geht es dann halt weiter. Ich schätze mal, ja, mit der Let's Play-Serie, da habe ich jetzt schon auch so ein paar Folgen schon auf Lager. Und Let's Show geht dann auch weiter auf jeden Fall. Ich denke mal, in der Woche werden wir auch eine neue Let's Show. Die Let's Show werde ich jetzt nicht so oft machen. Aber es kommen da neue Folgen auf jeden Fall. Alles etwas in die Länge gezogen so. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, ne? Und dann sage ich mal in diesem Sinne, wie ich angefangen habe, ne, mit Habba Habba, Hutschasa, Kibaba. Was das heißt, kann ich euch nicht sagen. In meinem Fall heißt es jetzt erstmal auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Ciao.